So, hier ist mal wieder die Axt im Walde. Wir sind frisch zurück im neuen Jahr 2015, ja. Und ja, wir haben hier natürlich ein neues Update bekommen wieder bei The Forest. Das heißt, ich darf euch wieder mal willkommen heißen zu einer neuen Folge. Was ist neu in The Forest? Und ja, anfangen tue ich hier gleich mal, indem ich ein Stück hier von meinem, ja nicht von meinem, das ist ein Stück Hasenfleisch, Gott sei Dank nicht von meinem Fleisch. Und die erste Neuerung, die ich euch zeigen kann, das ist auch das Symbol hier, ja. Das heißt, wenn wir uns das genauer angucken, es will sich nicht, ja doch, es will sich genauer angucken lassen und man sieht hier, dass jetzt ein getrenntes Zeichen, das heißt, man kann hier das Feuer ein bisschen stärker entfachen, mit Blättern oder auch, ja, wunderbar. Oder nicht nur mit Blättern und Vögeln, sondern auch mit Papiergeld. Ja, und das heißt, habt ihr gerade mal keine Blätter zur Hand, einfach ein paar Scheinchen hier verheizen. Ja, funktioniert auch. Ja, Gott sei Dank sind wir auch nicht mehr hier zittrig, ne, und frieren. Das ist nämlich auch eine neue Sache. Betritt man jetzt bei nachts das Wasser, friert der Spielecharakter. Ja, selbiges passiert auch in den Höhlen und dann gibt es auch eine große Neuerung, auf die ich dann in Kürze zu sprechen komme. Aber vorerst kann ich auf jeden Fall mal grünes Licht und Entwarnung geben für die Kollegen, ja, der Kannibalen. Die treten jetzt nicht mehr so in schieren Zahlen auf, dass hier Oberwasser, Unterwasser ist, ne? Das war ja ein bisschen heftig. Und mittlerweile kreischen die mich an. Ja, das ist okay. Aber ich kann mich da ganz gemütlich bei denen durch die Gegend bewegen. Ja. Ich sag mal, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich habe hier meinen Freund, den Lurchi. Ja, den habe ich jetzt hier in der Version noch nicht wirklich gesehen. Paar Mal ist mir der untergekommen. Einmal, da ist er mit davon gelaufen, war ratzfatz weg, das Vieh. Ja, irgendwo aus der Ferne ist er dann auch mal kurz vorbeigelaufen. Ja, und dann war es das. Dann habe ich den gesucht. Irgendwann habe ich einen gefunden, aber das war hier ein, ja, ein Dauerlauf, ne? Von einer Ecke in die nächste. Grafikoption mit dem Gras an, aus, Distanz verringern und so weiter. Ja, hab mir auch gerade einen Hasen geschnappt und ich denke mal, wir gucken uns auch gleich direkt eine wunderbare Neuerung an. Dazu öffne ich das Inventar und kann auch da wunderbar entwarnen für all jene, die immer wieder Probleme hatten mit der Helligkeit im Inventar oder auch gerade mal gar nichts gesehen haben. Vielleicht ist auch violett gewesen oder wie auch immer die Farbe bei jedem wahrgenommen wird. Das ist jetzt ein bisschen verbessert worden, kann aber allerdings dazu sagen, ja, manchmal ist das schon ein bisschen hell. Ja, aber gut, funktioniert. Ja, wir haben hier das Hasenfell, ja, das ganz neu dabei. Hat man jetzt einen Hasen gefangen und getötet, bekommt man hier nicht nur ein Stück Hasenfleisch, sondern auch ein Hasenfell. Und ja, das kombiniere ich jetzt direkt mal. Ich brauche 2 Stück Hasenfell. Und ihr werdet es auch gleich sehen. Sobald ich hier was drauflege, bekomme ich hier erstmal eine Anzeige. Ja, Pouch. Ja, das hier ein ganz neues Item. Das werden wir jetzt auch bauen. Das sagt uns im Prinzip, ich lege ein Stück drauf auf die Matte und bekomme auch gleich die Information, kann hiermit was gebaut werden oder nicht. Ja. Dazu gibt es noch so das nette Drehrädchen. Das zeigt uns an, in dem Fall gut, die Hälfte von dem, was wir hier bauen können. Das hier eben die Tasche. Ja, ich möchte natürlich noch nicht ganz so schnell vorgreifen. Da haben wir schon mal die Hälfte. Das heißt, 1 von 2 Bauteilen haben wir schon drin. Und in den Patch Notes wurde das natürlich erwähnt. Ja, 2 Stück Hasenfell. Ja, da machen wir uns jetzt was Feines draus. Ich kombiniere das auch mal direkt. Und das sieht hier aus, ich weiß auch gar nicht wie, als ob man sich's drüber ziehen könnte über den Kopf.
bei den Eingeborenen dann ein bisschen mittanzen oder so einen schönen Wedel um die Hüfte rum, falls die Hosen mal kaputt werden. Ja, den nehme ich jetzt einfach mal. Hier liegt der oben, der heißt Pouch. Das ist die Hasentasche. Ja, steht auch gleich direkt nicht dabei. Damit kann ich mir ein paar Beeren einsammeln. Und den packe ich jetzt auch mal direkt aus. Wir haben wunderbaren Sonnenschein am, ja, ist das? Mittags ist das auch nicht mehr, ne? Ja, gibt's auch noch ein Gewitter dazu. So, ja, mit der Hasentasche laufe ich jetzt rum. Ja, gucken, Waschbär. Der lässt sich auch mal wieder blicken, ist auch öfter vorhanden als ein Lurch. Mit dieser Hasentasche, ja fast, ne? Fast. Mit dieser Hasentasche laufe ich jetzt durch die Gegend und suche mir einen netten Busch aus. Einen Bärenbusch. Bärenbusch, wo bist du? Ja. Ah. Wir laufen auch mal direkt ins Landinnere. Hier. Nee. Das ist eine andere Pflanze, die werden wir auch noch, denke ich, ein bisschen benötigen, brauchen. Ja, das sind sie auch schon, die Kollegen. Die, ja, laufen jetzt davon. Ich habe auch bisher mich mit keinem noch geprügelt. Bis auf ein paar Verrückte, die haben mich hier ab und an angegriffen. Aber das geht ganz gut. Ja. Ich denke mal, in die Richtung werden wir hier nicht fündig mit dem Bärenbusch. Ja, vorhin bin ich den Hasen nachgelaufen, hab die Lurche gesucht. Jetzt suche ich mir hier einen Busch raus, ne? Ja. The Forest ist hier. Ja, danke, dass du mich verprügelst. Und auch gleich mal davonläufst. Das ist in Ordnung. Können wir uns später hinterher noch ein bisschen drüber unterhalten? Vielleicht auch Frieden schließen? Ja, bekomme ich jetzt hier irgendwann irgendwo einen Busch? Ich bin hier reihenweise Büschen über den Weg gelaufen. Wirklich ständig. Und jetzt kommt hier, kriege ich hier keinen Busch mehr. Ja, ist auch nett. Eine dicke, fette Gans. Was ist noch in the forest? Fliegende Gänse, die ein bisschen dahin schweben. Und hier, ja, mit dem Kopf immer so eine komische Bewegung machen. Ich denke mal, die ist noch hier hängen geblieben, ein bisschen aus den 80ern. Ja, und hat denn die Zeitumstellung nicht gerade gut mitbekommen. Ja. Groove to the Beat, Baby. Auch ein bisschen Slow Motion, wer weiß, was die genommen hat. Ja. Und hier sehen wir eine Gans in ihrer natürlichen Umgebung. Ja, könnt ihr fast für eine Dokumentation. Ja, das macht mich fertig. Auch noch nie gesehen. Ja, The Forest. In seiner wunderbaren Pracht. Ganz neu. Ja, und wo wir hier auch gerade auf der Suche nach dem Bärenbusch sind, kann ich euch erzählen, es gibt ein paar neue Sounds. Ja, ist jetzt nicht gerade was Großartiges. Oh ja, wunderbar, tolle neue Sounds. Aber ich muss sagen, das trägt maßgeblich zur Atmosphäre bei. Ja, das heißt, an bestimmten Stellen kann man hier auch den Wind rauschen hören. Und nicht nur den Wind, auch die, ja, wird ein bisschen zappenduster. Auch die Blätter rascheln hier im Wind. Und sozusagen, es büschelt ein bisschen, ja. Ja, jetzt hier wieder zappenduster. Gefällt mir gar nicht. Ja, da drüben, die helfen mir auch beim Ausleuchten. Im Hintergrund ist das ein bisschen zu sehen. Kannibalen laufen durch die Gegend. Der kleine Timmy, der hat jetzt hier beim Flugzeugabsturz auch ein Spielzeug in der Hand. Das Interessante an der Sache ist, das behält er sich, wenn er hier vom Kannibalen verschleppt wird. Beschleppt, ja. Das wäre auch mal neu. Hilfe, ich werde beschleppt. Ja, er wird verschleppt nach dem Absturz. Und da hält er hier durchgehend so ein Spielzeugteil in der Hand. Und hier haben wir auch schon einen Busch. Das gefällt mir. Ja, eigentlich hätte ich es hier gerne tagsüber gehabt, ne? So, ich nehme hier jetzt auch, nee, noch nicht. Ihr seht das auch, da gibt es ein Symbol, ja.
hier direkt in die Tasche rein. So sieht das Symbol aus und könnte auch so benannt werden. Das funktioniert aber nur, wenn man hier mit der Hasentasche rangeht. Dann kann man hier E drücken. Andernfalls ist hier ein Symbol, das ein Schloss signalisiert. Ja, das heißt, hier geht nichts. Essen kann man aber immerhin die Beeren weiterhin. Ich nehme jetzt einfach mal runter. Und noch so ein Ding. Und papp mir hier. Was papp ich mir hier? Ja, wie es aussieht, gar nichts mehr. Hier, ich möchte noch was in die Hasentasche pappen. Ja, papp. Und in die Tasche gepappt. Ja, direkt mal den ganzen Busch abgeräumt. Ja, man wird sich fragen, hoch, was bringt das? Jetzt habe ich hier eine Beeren, eine Hasentasche, kann Beeren sammeln. Ja, Hasentasche, Beerentasche. Sieben selbst dabei überlassen. Und ich mache auch mal das Licht aus. Ich kippe mir auch eine Dose rein, um ein bisschen die Ausdauer zu erhöhen. Ja, und wir gucken mal ins Inventar. Jetzt haben wir hier Blaubeeren. Ja. Mit den Blaubeeren, die nehme ich hier, bekommen wir wieder die Anzeige. Das heißt, hier ist ein Teil von drei Teilen, ist schon mal erfüllt. Und was wir bauen können, ist blaue Farbe. Ja. Mit dem Update hier in der Version 0.12, das heißt 0.12 von The Forest, gibt es hier blaue Farbe und orange Farbe. Ja. Ich mache noch hier noch eine Beeren, ja, noch ein Set Beeren, einfach einen Satz Beeren hinzu. Und ich knall mir dazu jetzt die letzte Zutat rein. Ja, das ist ein Baumharz und kombiniere das Ganze. Ja, zack. Jetzt habe ich hier die blaue Farbe. Ja, damit kann ich an für sich hier gut Gebäude, Structures. Gebäude kommt hier wohl noch. Da kann ich hier ein bisschen die Teile einfärben, wenn ich hier eine Flugzeugaxt nehme. Ja, blaue Farbe hinzu. Kann ich hier, wenn ich möchte, jetzt einfach eine blaue Flugzeugaxt machen, beziehungsweise ein bisschen angeblaut. Das Ganze funktioniert auch mit einem Stock, mit einem Stein. Und, ja, gute Frage. Ich denke mal, irgendwas war da noch. Ja, fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich denke mal, wir machen uns eine schöne Axt. Geht das auch mit dir? Nee, mit dir geht das nicht. Mit dir geht das auch nicht. Mit dir funktioniert das. So. Jetzt habe ich eine blaue Axt. Ja, sieht ein bisschen betrunken aus. Ja, ganz gesund ist die Farbe nicht, ne? Wenn man mich fragt. Aber gut. So, Koffer aufgeknallt. Das ist eine der großen Neuerungen. Beerentasche, Hasentasche und auf jeden Fall die blaue Farbe bzw. die orange Farbe. Kann man hier einen ganzen Haufen mitmachen. Im Endeffekt ist das reine Dekoration. Ja, da tut sich nichts. Ich bin hier auch ganz gechillt. Die Kannibalen, die sind, wie gesagt, wirklich human. Ja, human, unter Anführungszeichen natürlich. In dieser Art von Spielewelt. Bin froh, dass das so ist, wie das früher mal war. Nicht so wie in der Version 0.11. Da war es ein bisschen heftiger. Das heißt, die Kannibalen, die haben hier eine gute Optimierung bekommen. Sind nicht mehr so aggressiv. Die haben hier auch einiges verbessert bekommen, was hier das Rumlaufen und Auffinden betrifft. Ja, der Mond sieht jetzt. Ja, da gibt es auch eine Änderung. Überheller Mond tritt nicht mehr auf. Ja, scheint so. Wirkt auch ein bisschen realistischer hier, ich finde, mit diesen Einkerbungen oben. Ja, den Mondkratern quasi, die man hier sehen kann, finde ich zumindest, auf dem netten Sternenhimmel. Ja, das ist eine gute Sache. Und um auf die Gegner nochmal zurückzukommen, ja, die springen jetzt über Felsen drüber oder über Bänke. Ja, das heißt, die bleiben hier, wenn sie auf einen zulaufen, bleiben die da drin nicht mehr hängen. Muss schon wieder hier was futtern. Ja, Riegel gefuttert. Die bleiben da nicht mehr hängen, wie bekloppt, und laufen und laufen und laufen. Da ist wieder einer. Die springen hier dann tatsächlich über Bänke und auch verschiedene Steine drüber.
Ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, so, oh, ist das neu? Zwei Haie an der Bucht hier? Nee. Mit einer dementsprechend hohen Geschwindigkeit lässt sich hier dieser nette Duplizierungsbug wieder auslösen. Und ich sag's mal so, ich hab's nicht ausprobiert, ist bei mir auch noch nicht wirklich vorgekommen in der ganzen Spiele-History von The Forest, das ich bisher hinter mir habe. Bin auch ganz froh drüber, aber es könnte unter Umständen sein, ja, das heißt, seid vorgewarnt, es könnte unter Umständen sein, dass hier der One-Hit-Punch mit massenweise oder meilenweit fliegen wieder vorkommt. Ja, die verprügeln sich jetzt, das ist gut, das können die wohl auch alleine machen. Auch eine nette Neuerung, während wir hier den Kollegen beim Verkloppen zugucken. Und wie sie auch die Koffer durch die Gegend werfen. Auch eine nette Neuerung ist, dass die Tiere hier jetzt nicht mehr irgendwo aus dem Nichts rauspoppen. Ja, das heißt, die spawnen natürlich ein bisschen vorher, bevor der Sichtbereich des Spielers wirklich ein Tier einfangen kann. Ja, und das macht es natürlich dann auch nicht so ganz so komisch. Ja, die Haie habe ich beobachtet. Die sind auf jeden Fall auch an Land zugange. Ich drücke das mal vorsichtig so aus. Das heißt, wenn die hier in niedrigen Gewässern sind, kann es schon vorkommen, dass die hier ein bisschen ja, zwischen Wasser und Strand hier einfach rumgaukeln. Ja. Ja. Ja, ich grüße dich. Ja, erwischt hast du mich noch immer nicht, ne? Ja. Ja gut. Oder die laufen einfach durch die Steine durch. Das gibt's jetzt auch wohl ganz neu in The Forest 0.12. Durch Steine durchgelaufen oder über Steine drüber gehüpft. Ich denke mal, dass das dann nicht so wirklich so genau. Hauptsache, die Kannibalen bleiben hier im Endeffekt nicht mehr wirklich hängen. Ja. Ich mache jetzt auch noch was anderes. Ich pack mir hier ein, ja, Aloe Vera. Die habe ich auch auf Arbeit stehen. Bin ich drauf gekommen. Wusste vorher gar nicht, wie die aussieht. Ist ziemlich stark als Zimmerpflanze vertreten für all jene, die es nicht wissen. Ich knall mir hier einfach mal die Marigoldblume auf die Crafting-Matte drauf. Und wir sehen hier, es lassen sich damit zwei Dinge herstellen. Und definitiv haben wir hier schon die Hälfte wieder. Von dem Rezept, das wir bauen möchten. In dem Fall benötigen alle zwei Rezepte, wie es aussieht, nur zwei Zutaten. Und ich kann hier auch die orange Farbe machen. Und es geht, glaube ich. Wie war das? Nee, doch nicht. Brauchen doch mehr Teile. Zweimal Marigoldblume, einmal hier wieder Baumharz und ich mache eine orange Farbe draus. Die pappe ich mir jetzt. Wo pappe ich mir die dran? Ja, ich denke mal, die mache ich hier drauf. So. Jetzt habe ich auch einen Stock, einen upgraded Stock, Stock, einen aufgerüsteten Stock. Man sieht das hier in der Nacht auch ganz leicht. Ja, jetzt ist der Stock hier ganz orange. Komisches Ding. Die da drüben sind noch am Erkunden. Da drüben läuft ein Wahnsinniger durch die Gegend. Das heißt, hier kann man das wirklich mit zwei verschiedenen Farben kann man hier im Spiel ein bisschen Farbe reinbringen, ja, in die Gesamtsituation. Ja, der geht noch ganz gebuckelt, ist auch klar. Guten Tag. Und auch wieder Tschüss. Was wir aber noch, ja, nee, so probieren wir das nicht. Ich laufe auch mal hier ein bisschen weg. Ja, der Mond sieht aber wirklich gut aus, gefällt mir. Ja, hier wird er ein bisschen größer, wenn ich den an den Rand drücke. Und auch ein bisschen ovaler, kommt mir vor. Ja, weiter weg und schön rund. Aber gut, ja. Ich denke mal, die Nacht überstehen wir ohne Probleme. Hier können wir uns noch Beeren holen, falls wir möchten, mit der Hasentasche. Aber das möchte ich jetzt nicht. Ja. Hier. Bleibe ich einfach mal stehen. Und ich nehme hier eine Leuchtrüstung. Ja, komisch, das wird hier komisch angezeigt. Auf jeden Fall gibt es hier ganz neu dabei die Schleichrüstung. Das mache ich hier jetzt mit
Ja, einer Lurch, also eine Lurchhaut, insgesamt 15, jetzt habe ich wieder nicht mitgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ich dachte, man braucht hier auch ein Baumharz. Ja. Nee, das Baumharz braucht man nicht. Ja, gut. Baumharz weg. Alle wieder zu. Oh. Oha. Oh. Ja, so sehe ich dann aus, ne? Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen gewesen. Aber hier am Stock kann man es gut erkennen. Die Sonne geht auf. Ja. Ich habe den Zwecken natürlich noch nicht ganz rausgefunden. Hier von der Schleichrüstung. Aber ich denke mal, das wird einem ein bisschen helfen. Ja, Sonne geht auf, dauert noch ein bisschen. Ich laufe auch. Nee, Walkie-Talkie brauche ich nicht. Ich laufe auch hier runter. Den Zweck habe ich hier noch nicht wirklich rausgefunden, aber ich denke mal, das ist ein bisschen ein Stück Rüstung. Und ein bisschen hier. Ja. Damit man nicht so erkannt wird. Gefällt mir gut. Mit allem Gestrüpp drauf. Ja, neblig ist auch wieder zwischendurch ganz ordentlich. Wie gesagt, es kann vorkommen, dass wir hier den Duplizierungsbug bei den Haien wieder drin haben. Und was mir vorhin aufgefallen ist, ja, es kann vorkommen, dass wir hier auch wieder den Unterwasserglitch drin haben. Beziehungsweise den haben wir garantiert drin. Ja. Unterwasserglitch, den probiere ich auch direkt mal aus. So, runtergesprungen. Nee, hier nicht. Hier nicht. Hier ist das nicht gegangen. Aber das habe ich hier am Steinbruchgebiet hinten. Ist das schon passiert? Ja. Bin ich runtergesprungen und ja, auf dem Wasserboden gelandet. Das dürfte, ich sag mal, unter Umständen vereinzelt auftreten. Ja, jetzt schwimmen wir hier. Ich hoffe, dass hier keine Haie durch die Gegend in der Nähe schwimmen. Aber gut, das soll unser Schaden nicht sein. Den ist gut ausgewichen. Ja, unter anderem ist aus den Patch Notes auch zu entnehmen, dass hier einige Bäche gibt oder Flüsse, wie auch immer. Muss aber auch ehrlich zugeben, die habe ich noch nicht entdeckt. Nee. Dadurch, dass das hier das Wort Streams im Englischen natürlich nicht unbedingt ein Fluss oder ein Bach sein muss, sondern auch einfach ein Wasserlauf oder ein Wasserfluss im Generellen, könnte das hier auch so sein, dass die Entwickler meinen, ja, die haben ein paar von diesen Strömungen, diesen leichten herablaufenden Wasserströmen, wenn es mal wieder regnet oder was auch immer eingebaut. Muss aber nicht sein, wie gesagt, so viel habe ich mich, konnte ich mich mit der neuen Version bisher auch nicht auseinandersetzen. So, zack. Ja, ich sag mal, wir sind hier im Groben und Ganzen. Ja, jetzt noch mal bei Tageslicht. Ja, so sieht das aus. Ja, bläulich. Schön. Oh, so futtern wir auch wieder mal ganz was nett. Da muss dann wieder ein Riegel, wollte gerade sagen, Lurch herhalten. Oh Mann, oh Mann. Ja, ein Riegel hier halten. Ja, das sind, sage ich mal, fast alle großen Neuerungen. Ja, gut. Bei den Baumhäusern ist natürlich so, dass wenn jetzt, wir kennen, der eine oder andere kennt vielleicht hier den Bug bei den Baumhäusern. Wenn hier ein Baum gefällt wurde, ist das Baumhaus stehen geblieben. Ja, das ist jetzt nicht so. Baumhaus fällt. Spätestens, nachdem die gespeicherte Sitzung geladen wurde, fällt das Baumhaus wieder runter. Ja. Und ja, ne, bevor wir hier wirklich mit allen neuen großen Änderungen durch sind, gibt natürlich allerhand Optimierungen. Das ganze Spiel
Durchgehend. Das macht schon was her mit der Hasentasche. Den ordentlichen Gegnertypen. Ja, da haben wir auch das Flugzeug. Da bin ich hier abgestürzt heute. Hab mir auch schon ein kleines, eine kleine Hütte gebaut. In der Hoffnung, hier ein Lurch vorzufinden. Aber wie gesagt, der möchte sich dann doch eher ein bisschen fernhalten. Ja, und wie gesagt, eine große Änderung gibt es noch. Die gucken wir uns jetzt an. Ja, das heißt, die gucken wir uns jetzt an. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich laufe mal hier rüber. Der gute Mann schnauft. Ist auch verständlich. Und ich laufe einfach mal hier rein. Das ist eine Höhle, in der war ich zuletzt nicht. Das Thema Höhlenexkursion. Ja, hat eine der größeren Höhlen auf jeden Fall abgedeckt. Aber ich denke, in dieser Höhle tut sich noch einiges mehr. Ja, man kann es hier. Ich mach mal das Feuerzeug an. Gut erkennen. Hier haben wir einen Stock liegen. Ja, der ist zwar im Boden drin, aber ist ein Stock. Kann ich jetzt nehmen. Ja. So wie hier. Oder auch haufenweise andere Teile. Es gibt ein bisschen mehr Licht in den Höhlen, das ist ganz schön. Nicht nur hier von den Taschenlampen und dass das auch atmosphärisch ein bisschen mehr hermacht, sondern grundlegend. Ein bisschen mehr Sonnenlichteinstrahlung gibt's. Ja, na, das ist die Höhle, in der wir drin waren letztens. Ja, das ist auch in Ordnung. Und, ja, die Höhlen sind angepasst worden. Kollisionsabfragen sind verbessert worden. Grundlegend die Wände und Böden. Die haben die Entwickler auch verbessert. Das heißt, alles ist ein bisschen authentischer oder ich sag mal, es wirkt ein bisschen authentischer. Hier gibt es nicht unbedingt was Neues zu sehen, fällt mir gerade auf. Oder kommt mir zumindest mal so vor. Ja, nee. Gut, da gehen wir auch wieder zurück. Aber wenn wir hier beim Eingang direkt gerade durchgehen und runter, da fällt schon auf. Ja, gut, da wird's ein bisschen enger. Hey, was tun denn hier die Felsen hier im Boden? Warum ist das denn hier alles so uneben? Und oha, da geht's ja direkt mal runter, ne? Ja. So, das war jetzt kurz das Optionsmenü, ganz unbewusst. Ja, und wie gesagt, ist alles ein bisschen angepasst worden, schön verändert worden. Hier haben wir auch wieder einen Lichteinfall oben. Ne, das ist kein Einfall, das sind die Taschenlampen. Das war vorher auch noch nicht hier. Ja, das Ding ist hier. Ich gehe mal langsam hier hin. Nehme mir einen Stein mit, von dem ich schon genug habe. Und denk mir so, ey Kollegen, warum steht ihr nicht auf? Die brauchen ein bisschen, die brauchen ein bisschen. Aber nicht mit mir, ja? Ja, so viel dazu. Doch mit mir, ne? Bin auch schon tot. Das heißt, die Sache mit dem Vorzeigen, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Aber das ist kein Problem. Ich mache hier direkt mal auf Continue und da seht ihr auch das neue Loading Screen. Ja, wenn ich euch jetzt sage, das war Absicht, damit ich euch das neue Loading Screen zeigen kann. Ja. Nee, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich möchte hier nicht unbedingt durch das Hauptmenü und den Flugzeugabsturz euch da wieder überall durchbringen. So viel oder ich sag mal wirklich neu ist das nicht, außer dass hier der Termin eine kleine Figur im Arm hält oder in der Hand hält. Aber das Loading Screen ist eine neue Sache, ja. So, wie gesagt, da sind wir auch wieder direkt beim Flugzeug mit den meisten Teilen. Starten wir auch gleich wieder los, wie es vorhin war.
Ich nehme hier mal was mitten in der Nacht. Was ist das denn für ein Kasperlestheater? Da gehen wir noch mal eine Runde pennen. Ja, das gefällt mir eher. Und ich suche mir auch direkt die Höhle. Ja, Futter auch, aber noch ein Riegel dazu. Nehme mir ein bisschen Energie mit, falls ich hier wieder ganz, ja, oder wir laufen auch hier runter. So, das heißt, runter in die Höhle. Einfach in den Höhlenabgang. Und ich denke mal, wir treffen hier einen alten Bekannten oder eine alte Bekannte. Da kann ich euch auch sagen, hier unser netter Freund, der Trompetenrüssler. Ja, man hört schon. Ja, der nette Freund, der Trompetenrüssler, das heißt nicht unsere Miss Newity. Der ist jetzt ein bisschen aktiver, bisschen aggressiver, wenn man ihn hier antrifft. Und ist er auf der Oberfläche zu finden. Ja, da unten ist sie, da unten ist sie. Ich kann die schon sehen. Mit den ganzen kleinen Mistviechern. Oh. Ach du gute Güte. Seit wann sind hier zwei drin? Ja, kurz noch zum Trompetenrüssler. Wenn man auf den Kollegen trifft, dann reißt er hier an der Oberfläche auch natürlich die Bäume mit. Oh Mann, oh Mann. Ja, nee. Uah, das ist jetzt hier ein Scherz, ne? Ah, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Zwei von diesen Verrückten. Gut, so einmal hier, einmal da, einmal hier. Ja, genau, eine Zeitbombe kann man bauen oder ein Cocktail. Ich baue hier jetzt erstmal einen Cocktail. Ich hab die Fresse voll. Das geht nicht mehr klar. Wo sind die Mistviecher? Ja, da. Wirklich. Und jetzt komm mal hier. Ich steck mal hier fest. Ja. Festgehangen. Festgehangen. Aber ich bin wieder in der Höhle drin. Festgehangen. So sieht's aus. Einfach festgehangen. Da gibt hier auch haufenweise neue Körperteile. Ein Wasserfall nach dem nächsten. Und ich frage mich gerade, wo ich hier bin. Oh, ja, das ist eine nette Überraschung, ne? Alles mal mitnehmen, was hier liegt. Und dann denke ich mal, geht's irgendwo nach oben. Oder nach draußen. Ja, hier gibt's auch wieder die Leuchtpistole. Und auch in der Höhle beim Anker ist die Leuchtpistole noch vorhanden. Aber ich muss definitiv auch bestätigen, dass die Leuchtpistole hier beim Steinbruch hinten nicht mehr vorhanden ist. Ja, wo geht's denn hier nochmal raus? Das war hier, genau. Ja, ducken muss ich mich hier, denke ich, nicht unbedingt. Ja, das ist die große Höhle, in der ich letztens nicht drin war. Wie gesagt, das Betreten der Höhlen, das habe ich zu Anfangs erwähnt, lässt die Spielfigur auf jeden Fall frieren. Und auch das Betreten von Wasser zu nächtlichen Uhrzeiten. Ja, dadurch, dass wir hier ohnehin kaum was sehen, denke ich mir, es ist an der Zeit. Ich führe euch das mal vor. Ich hab's auch selbst nicht ausprobiert. Ich wollte mir einfach die Überraschung mit euch gemeinsam gönnen. Und pack jetzt einfach das Menü aus, hol mir hier ein Feuer und sag, da stellst du ein Feuer hin. Ich sehe zwar gerade nichts, aber ich will, dass da hier jetzt ein Feuer steht. Ja, fertig gebaut, angezündet. Und ich sag ganz ehrlich hier, viel Spaß. Vögel sind auch schon da.
Da wird nicht lang gefackelt. Ich stelle hier noch einen hin und habe natürlich keine Steine mehr. Wo finde ich jetzt einen Stein? Womöglich, und das hoffe ich, in der Nähe. Ja, das war ein Totenkopf. Ja. Oh Mann. Ja, die sind hier überall, die kleinen Viecher. Da ist gerade ein Tier rübergesprungen. Ja. Ich sag mal, das wird ein Spaß. Den Totenkopf. Das ist kein Stein. Auch nicht. Hier ein Dekorationselement. Ja, aber das wird hier ein Spaß noch werden. Ich sehe das schon. Ja, Wasserfälle ohne Ende nie. Und ich lasse das Teil hier jetzt auch mal stehen, wo das ist oder beziehungsweise war. Und guck, ob ich mich hier aus den Höhlen wieder rauskämpfen kann. Das kann ich. Hier geht's natürlich direkt nach draußen, aber ich denke mir, ja, genau, dass diese Höhle, dass diese große Höhle hier drin ist, definitiv nicht zu spaßen. Und ich gehe aber dennoch den Weg einfach hier runter. Bin ich von hier gekommen? Nee, ich denke nicht, ne? Ja, manchmal habe ich auch eine Orientierung. Hier eine Taschenlampe mitgenommen. Ja, Ressourcen sind natürlich ein bisschen knapp. Ja, hier haben wir so einen komischen Effekt. Und ihr seht das hier, ja. Gibt's auch eine Kassette. Ich guck rein, was haben wir hier aktuell. Kassette 1 ist drin. Was heißt hier ist drin? Haben wir auf jeden Fall schon im Gepäck. Ich nehme das mit. Und das Kassette 5. Ja. Kassette 5 findet man direkt hier, an dieser Stelle mit den zwei Köpfen. Und ja, das ist hier, ich weiß nicht. Ist hier Metall am Boden? Flüssigmetall? Etwas ungewohnt, ne? Etwas ungewohnt. So, wie es aussieht, gibt die Batterie auch direkt in Kürze nach. Und die wird auch gleich mal aufgebessert. Oh ja, da haben wir hier wieder unsere netten Freunde. Die netten Freunde, die empfangen wir direkt mit so einem Kopf. Nee. Ich dachte mir, die können wir so empfangen, aber... Ja, ich denke mal, die drehen jetzt hier alle am Rad. Und ich aber auch gleich. Wenn die mir hier ans Leder wollen. Ja, und das war's auch. Mit den Alkoholflaschen. Ja, da wollte sich nicht treffen lassen. Ja, diesmal aber auf jeden Fall. Der läuft hier jetzt auch wie ein Besessener im Kreis irgendwo rum. Wow. Ja, besser nicht, ne? Ja, das Vieh ist jetzt eingegangen. Gut.
Eins von mehreren. Gut, hinten ist auch noch einer und bei dieser Gelegenheit denke ich, probieren wir auch die Leuchtpistole aus, die natürlich noch immer nicht funktioniert. Irgendwann ist sie leer. Und wir haben hier so gut wie nichts mehr, mit dem man rumschießen kann. Wow. Ja, dachte ich mir, ich bin hier von irgendwo von hinten gekommen. Bis ich hier... Ja, die sind hier auch ein bisschen hartnäckig. Ja, wobei. Haben wir immer noch einen Stock, ein Seil und ein Stück Stoff. Damit mache ich jetzt einen Bogen. Noch einen Stock. Federn. Und wo ist mein Bogen? Oh, der lichtet hier herüben. Na gut. So. Das heißt, ich brauche das Feuerzeug. Und zünden mir hier einfach schön das Ding hier an. Und dann hat sich das auch mit den Verrückten hier. So, die Fackeln jetzt ein bisschen durch die Gegend. In der Zwischenzeit kann ich hier die Höhle wieder ausleuchten. Der ist auch schon abgesoffen. Da hinten gibt es auch nichts mehr. Denke ich mal. Ja, und der hat dann auch schon mal das Zeitliche gesegnet. Ich gehe mal hier rauf. Und hoffe, dass wir hier nicht wieder irgendwo überfallen werden von so anderen wahnsinnigen Viechern. Und wenn doch, ich bin ausgerüstet. Ja, denke ich mal. So. Noch einen trinken, noch eine Taschenlampe an, Axt in der Hand und ich denke mir, das war's jetzt. Keine Pfeile mehr, kein... Ja, vielleicht findet sich hier... Ne, mit dem Kopf fange ich hier nichts an. Ja, nee, wo leuchtest du hin? Geradeaus leuchten, bitte. Es kann natürlich vorkommen, dass der hier wie wild rumschwenkt, ja. Und da geht's nirgends mehr weiter? Das kann auch nicht sein, oder? Ja, wie es aussieht, ist das so. Da gibt es auch schon so ein vorgefertigtes Ding. Und dann bleibt einem wohl nichts mehr übrig, außer hier wieder zurückzulaufen. Das ist wohl ein Weg hier in dieser Höhle. Ja, da ruckelt es aber ganz schön hier mit dem Spielecharakter ab, wenn man hier versucht. Ja, jetzt geht's wieder einigermaßen. Okay, ruckelt noch ein bisschen durch die Gegend. Und hier gibt's auch dann wieder das Flüssigmetall. Und für mich ein Riegel. Ja, das heißt hier, fehlen uns doch ein paar von den Ressourcen, damit ich hier noch ein zweites Feuerchen bauen hätte können. Ja, hätte können. Hätte ich gern, könnte ich, war aber nicht drin, ne?
Aber immerhin habe ich eins gebaut. Ist nett. Das heißt, in den Höhlen gibt es hier nicht nur haufenweise Optimierungen und wirklich gut angepasste Kollisionsabfragen und hier und da, hier und da ein bisschen ein Feuerchen, sondern jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass man in den Höhlen bauen kann. Axt mitgenommen. Und ich denke mal, das ist wohl eine nette Sache. Ja. Das ist eine nette Sache, hier in den Höhlen bauen zu können. Wir kommen auch direkt wieder raus in den Wald. Ja. Und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Timmy hat ein Spielzeug in der Hand beim Absturz, das er nicht hergeben möchte, wenn er verschleppt wird. Wir haben die Gegner angepasst, optimiert, nicht so aggressiv und in einer riesengroßen Zahl. Wir haben die wunderbare neue große Änderung. Die nennt sich hier Hasentasche, die ich mir hier aus zwei Hasenfellen mache. Genauso wie Farbe, die ich machen kann. Einmal blau, einmal orange. Und damit färbe ich natürlich einen ganzen Haufen Teile ein. Ist aktuell nur zu Deko. Ja. Und ich weiß nicht, warum der hier jetzt so abbrockelt. Ja, genau. Auch noch wichtig zu erwähnen, es gab hier einen Haufen Performance-Anpassungen. Das heißt, für den einen oder anderen sollte das Spiel dann doch nicht mehr so dahin ruckeln. Höhlen betreten lässt den Spieler frieren, nicht vergessen. Ja. Genauso wie das Begehen von Wasser bei Nacht. Das heißt, hier ordentlich so ein Reh- oder Waschbärenfell anlegen, dann friert der Kollege hier, mit dem wir im Wald rumlaufen, auch nicht die ganze Zeit. Ja, jetzt sagt er hier, mir ist kalt und ich bin nass. Ich brauche ein Feuerchen, um mich aufzuwärmen. Hungrig bin ich auch. Das ist in Ordnung. Deswegen gehen wir auch wieder dorthin zurück, wo wir heute ursprünglich angefangen haben. Wir können klar und deutlich sehen, Hase ist hier im Käfig immer noch keiner drin, oder? Nee, aber ein Stein. Das ist gut. Ja. Ungewohnt, aber gut. Und. Ja, kann ich jetzt anzünden. Und wie gesagt, mit Geld oder Blättern mache ich hier dann wie ein Feuerchen. Brat mir jetzt so einen Hasen raus. Leg den drauf. Und wie gesagt, neue Sounds hier bezüglich Wind und Rascheln. Das haben wir hier oben. Ja, hier in den Bergen drüben. In den Bergen, über den Hügeln ist das hier am ehesten vorgekommen, denke ich mir. Holen wir noch die Flasche. Noch diese Flasche. Hier Medizin. Und da war hier auch ein Eichhörnchen. Wird auch direkt mal gefuttert. Hier. Zack. Hier habe ich auch noch eine Behausung. Ja, wie gesagt, Höhlen wurden auch ein bisschen angepasst von der Kollisionsabfrage, den ganzen Wänden und Böden. Wir haben hier jetzt Farben und, habe ich die noch? Nee, ist nicht mehr da. Eine Schleichrüstung quasi. Das ist eine tolle Sache. Ja, und auch auf der Crafting-Matte lässt sich jetzt anzeigen, was kann gebaut werden. Und wie viel habe ich an für sich von meinem Fortschritt schon erreicht? Von dem Rezept, das ich an für sich durchführen möchte. Und dann kann ich abschließend euch auf jeden Fall noch sagen, auch die Performance ist im Multiplayer hier ein bisschen angepasst worden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss hier wieder die eine oder andere Session durchprobieren im Multiplayer. Mal gucken, wie das hier auf längere Spielzeit läuft. Und weiters gibt es natürlich auch bei Multiplayer Änderungen hinsichtlich Speichern, Client speichern, Client-Spieler speichern und einige nette andere Dinge, wo ich mir denke, guckt euch einfach die neue Integration von Steamworks an. Ja, die Entwickler sind hier wieder gut dabei und ich habe hier absichtlich diesmal das ein bisschen offen gelassen hier auf der Karte von The Forest. Guckt euch um. Was es alles Neues gibt, es gibt wirklich einen ganzen Haufen, auch wenn das eine oder andere vielleicht nicht unbedingt zum Gameplay im direkten Sinne beiträgt, sondern auch irgendwo eine reine Deko-Sache ist, guckt's euch an. Das ist eine gute Sache. The Forest, wie gesagt, wie jedes Mal gesagt, ist immer mehr auf dem Weg zu einem guten Spiel,
Nicht, dass es ein schlechtes Spiel gewesen wäre. Hinten kommen auch die Kannibalen, die wollen sich auch bei euch schon verabschieden, jetzt wo wir langsam oder auf jeden Fall am Ende angekommen sind von unserem heutigen Let's Play bei Was ist neu bei The Forest in der Version 0.12? Und ich denke, das wird noch eine richtig gute Sache, auch wenn das ein bisschen länger dauert, aber ich bin ganz ehrlich, wer damit gerechnet hat, dass The Forest ja innerhalb von 1 bis 2 Jahren die Finalversion erreicht. Nee. Nee, ich denke mal, hier ist dann besser, da wird nochmal eine Flasche Sekt geköpft, Silvester nachgefeiert und das Ganze ordentlich überdacht. Und ja, ich lege mich hier auch jetzt mal pennen. Mir ist gut. Die Kannibalen, die geben aktuell Ruhe. Ja, und ich fühle mich auch ganz wohl im neuen Wald. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Erfahrung in The Forest und freue mich natürlich, wenn ihr bei mir auch im Forum vorbeiguckt oder auf dem YouTube-Kanal, wobei ich mich hier auch gleich bedanken möchte bei allen, die sich hier jetzt eingeschrieben haben mit einem Abo. Ja, das gefällt mir. Und ich wünsche euch viel Spaß. Das war's wieder mit Was ist neu in The Forest und der Axt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.